lieber meine Leute, spontane andere Begrüßung als sonst, aber egal, neue Season endlich am Start. Ich bin zwar während der Aufnahme zwar am überlegen, ob ich es auch am selben Tag noch hochlade wie zum Season-Start oder erst einen Tag später, aber ihr werdet es dann eh sehen, also habe ich mich, ich habe mich dann quasi entschieden, aber okay, let's go. Auf der PS4 ist es gerade aktuell ein bisschen beschissen, was das angeht. Ich hoffe, je nachdem, wann ich es hochlade, wurde das schon längst gepatcht. Alle anderen können sich glücklich schätzen. Wir PS4-Spieler müssen die PS4 extra auf Englisch umstellen, um das dann allgemein zocken zu können, obwohl man die ganze Zeit immer das hier bekommt. Gefühlt alle paar Minuten. Warum auch immer, hatte ich sogar auch auf der Switch. Keine Ahnung, warum auch immer, aber egal. Und ich hatte keinen Bock extra dafür, die Switch extra anzumachen, weil das sieht einfach hässlich aus. Nun, denn sei es in ach, halt's Maul, diese scheiß Fehlermeldung. Gut, alles was ich mir bis jetzt nur angeschaut habe, ist nur die Map, Battle Pass noch nicht. Auch wenn ich ungefähr weiß, was ungefähr dran kommen könnte, beziehungsweise was im Battle Pass eventuell drin ist, weil wenn man das ja hier schon sieht oder so. She-Hulk und Thor. Ich werde mir erstmal V-Bucks holen. Boah, das ist arschlaut, ey. Ich werd kurz einen Cut machen und wir sehen uns gleich wieder. Okay, V-Bucks habe ich am Start. Ich musste das irgendwie so kurz einzeln machen und ich konnte das nicht hier drüber machen oder so, weil dann irgendwie Fehlercode wird. Ach, keine Ahnung. Jedes neues Update, auch jeder Season-Start ist immer gefühlt, das Game wird komplett verbuggt. Das ist halt immer so ein bisschen Abfuck, aber naja. Bis heute frage ich mich, warum das Game nicht mehr eher im Early Access ist. Aber okay. Ich hoffe, das geht jetzt klar. Die V-Bucks habe ich jetzt aufgeladen. Okay, dann machen wir das Ganze jetzt ein kleines bisschen anders, da ich mit den, da vielleicht, ob das allgemein ist oder nur jetzt auf der PS4, keine Ahnung. Machen wir das jetzt Ganze so, gehe ich den Battle Pass trotzdem jetzt durch, kann ich mir den halt jetzt nicht kaufen. Mache ich dann irgendwann, wenn das wieder irgendwie gepatcht wurde oder so, keine Ahnung. Okay, die Season geht diesmal bis zum 30. November, kann man hier unten links auf jeden Fall hier sehen. Und ja, zum Glück, dass das jetzt offiziell ist, weil es waren irgendwie gefühlt drei Termine oder so gefühlt oder so von den Ligern, 30. November, 11. Dezember oder sonst was. Ich glaube, es müssten so 3,5 Monate oder so sein. Ja, ist schon ein bisschen lang. Aber okay, schauen wir uns mal den Battle Pass erstmal an. Wir haben hier auf Stufe 1 erstmal den guten Tor. Erstmal vorneweg, ich bin nur ein kleines bisschen gehypt auf die Season oder so, weil wo man schon vom ersten Teaser schon wusste, dass das gefühlt so eine Marvel-Season wird. Und ich bin jetzt nicht so übelst der Marvel-Fan oder so, was das angeht. Aber mal schauen, wie so die Season so wird. Bis jetzt bin ich so eher so, ist okay. So, hier haben wir den guten Tor, hier haben wir einen Bifröstlichstrahlen. Okay, anscheinend ist hier nur Stufe 1 nur ein Skin, sonst waren es meistens immer nur zwei. Also meistens zumindest. So, hier haben wir die Kondensstreifen, hier ist ein Spray. Hier haben wir wieder ein paar V-Bucks am Start. Hier haben wir einen Umhang von Thor auch. Hier muss ich sagen, der ist sogar recht nice. Der Kleider ist sogar recht nice. Er hat wahrscheinlich nochmal ein paar Stile oder irgendwas, was man auf jeden Fall freischalten kann. Der ist schon recht nice, eigentlich. Der ist in Ordnung. Dann haben wir einen Banner. Dann haben wir hier... Was? Ich spreche erst gar nicht aus, sonst spreche ich es noch falsch aus und das will ich nicht. Erreiche zum Freischalten Level 8 und schließe... erweckt Herausforderungen ab. Okay. Hier haben wir noch einen Ladebildschirm. Die sehen zwar alle ganz cool aus, aber naja. So, hier haben wir eine Lackierung, die ähnelt irgendwie so ähnlich wie diese andere Lackierung von diesem, wo es einen Skin dazu gibt. Sieht ein bisschen ähnlich aus, finde ich. Recht stark sogar. Okay, die anderen Style, die muss man wahrscheinlich nicht durch Challenges freischalten, sondern bekommt man einfach so. Irgendwie hat das was. Es hat so was Holographisches irgendwie. Das ist schon ganz nice.
So, wieder ein paar V-Bucks auf den Nacken. Das ist nur so ein Emoticon. Ah ja, diesmal ist es ja auch so, habe ich ja schon bei den Digs gesehen, gibt's bei den Helden oder so nicht so wirklich so Hängenkleider, sondern so Animationen oder so. Irgendwie so in der Art, aber mal schauen. Ausschließlich Thor Odinson ist der Gebrauch dieses Hängekleiders gestattet. Achso, ja, ist ja nur bei bestimmten Marvel-Charaktern darf man so gewisse Items oder Kleider benutzen. Weil die ja eine Kooperation am Laufen haben, so Marvel und Fortnite, so. So, was anderes darf da nicht passieren, so. Aber okay, was war das jetzt hier? Donnergott. Wie mehr sich als würdig erweisen kann. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Im Kampf führen. Erreiche zum Freischalten auf Level 15 und schließe Thor-Effekt-Herausforderung ab. Okay, wahrscheinlich nochmal. Ich glaube, das ist extra ein Stil oder so, wenn man das durch Challenges freischalten kann oder so. Keine Ahnung. Oha. Ich glaube, das müsste jetzt hier dieser She-Hulk sein. Hier haben wir nochmal eine Lackierung am Start. Hier ein Spray, was okay ist. Okay, die erste Musik. Kriegerischer Horizont. Ja, okay, ist nice. Und nochmal V-Bucks am Start. Ladebildschirm. Ja, ist auch ganz geil so. Ich vermisse irgendwie seit Season 8 oder so, weil es gab irgendwie nur in Season 7 und 8 oder so, gab es irgendwie nur Anime der Ladebildschirme immer im Battle Pass irgendwie. Was ich ein bisschen schade finde. So. Auch wenn es nur Ladebildschirme sind, aber Anime der Ladebildschirme sahen schon ganz cool aus. So, hier haben wir Jennifer Walters. Krips oder Moogies? Warum nicht beides? Ja, die wird sich halt dann in dieser She-Hulk verwandeln. So, wenn er so normal so dieser Hulk-Typ wäre. Oh, zu weit. So, wie sieht hier der Kleider aus? Ein bisschen grünlich halt gestaltet. Ja, das ist okay. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Also ja, genau. Hätte man das mit dem normalen Hulk gemacht? Ich glaube, der wäre ein bisschen zu groß und zu breit auf jeden Fall. Aber okay. So ein She-Hulk ist auch eine feine Sache. Ach, hier ein Backbling. Das gehört wahrscheinlich zu ihr dazu. Hab hier nochmal ein Banner, ist okay. Das ist auch zum She-Hulk-Set, okay. Ja, also kann man jeweils entweder als Double Access benutzen oder als normale Spitzhacke. So, wieder V-Bucks, ein Ladebildschirm, ein Emoticon. Ja, ist okay, ist alles okay. Gammelbeladung. Ah, das ist wahrscheinlich dieser. Diese. Integrierter Mode, genau. Dieser integrierte Mode. So, erreichen zum Freischalten Level 29 und schließe Jennifer Walters erweckt Herausforderung an. Okay. Okay, also auf jeden Fall hier mit einem bestimmten Level, da können wir nochmal ein paar Challenges machen. Sind so verschiedene Bereiche, merke ich gerade. So von Seite zu Seite ist das so ein anderer Bereich, ne? Das ist auch recht nice. Ist klar, die Season ist halt eine komplette Marvel-Kooperation. Vielleicht auch ein bisschen Werbung, dies, das, aber naja, geht cool. Naja, mal schauen, was die Season so von sich bringt. So. Wie gesagt, ich kann das gefühlt nochmal tausendmal wiederholen, dass ich jetzt nicht so der Marvel-Fan bin. Aber naja, mal schauen. Geht ja eh noch über 3 Monate oder so. Bis dahin ist vielleicht wahrscheinlich noch einiges passiert. Und ich werde wahrscheinlich erst meine Meinung raushauen, wenn ich mit dem Battle Pass jetzt hier durch bin. So, wir haben jetzt hier den Gut-Abschnitt, ne? Das war jetzt. Hier sowas hier. Okay, ist in Ordnung. V-Bucks bitte auf ganz entspannt. Okay, lol. Okay, das hat irgendwie was. Das hat irgendwie was. Erreiche zum Freischalten Level 32, bla bla bla. Okay. Das ist sogar extra eine Lackierung dafür. Irgendwie erinnert mich diese Lackierung eher an die erste Ocarina, die wir bekommen von Saria oder so hieß sie, glaube ich. Das war so ein Mädchen mit den grünen Haaren, also in Zelda Ocarina of Time. Und so. Und die erste Ocarina, die hat so auch so ein. Sah auch so Holz geschnitten aus. War auch ein kleines bisschen grünlich. So. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen daran, irgendwie. So ein bisschen. Vielleicht blende ich dann nochmal ein Bild ein oder so, wenn ich es nicht vergesse oder so. So ein Spray. Okay. Muss von irgendeinem Emote sein, bestimmt, oder? Abspielen und für die Gerechtigkeit kämpfen.
wieder selber gemacht oder ist das aus irgendeinem Marvel-Game wieder? Beziehungsweise aus irgendeinem Marvel-Film oder so. Ist auch okay, ist auch okay. Banner mit der Spitzhacke sowohl doppelt als auch im Einzelnen. Ist ja seit Season 3 so, kann man auch gerne auch so mit übernehmen und da ist auch der Gute. So. Ja, ist halt ein Baum. Ein Baumwesen oder so. Ja, ist okay. Ist okay. Okay. Hier haben wir, okay, auch denselben Kleider, aber nur in diesem Gut-Style. Schick, schick. Emoticon, V-Bucks. Der Kleider. Ist okay. Bis jetzt haut mich jetzt nicht so was Krasses raus. Ach ja, dieser Raccoon. Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Zählt ja nicht wieder zur Guardians of the Galaxy. Und gut, nicht sogar genauso. Irgendwie so war das, glaube ich. Ladebildschirm. Banner. Und die kann man wahrscheinlich noch Style freischalten. Oder den Raccoon oder so wahrscheinlich noch mit dazu oder so. Ist das so ein Big Blink-Ding oder so, dass er einfach so als Gefährt mit dabei ist? Oder so? Könnte ich mir gut vorstellen. Naja. War das jetzt der Abschnitt? Okay. Ah, Mann, jetzt bin ich wieder zu weit, Mann. So, V-Bucks. Hier ist. Oha. Okay, okay. Der ist sogar in Ordnung. Ist einfach bewölkt mit Regen. Wolkenbrecher. Reaktiv? Inwiefern ist er reaktiv? Ob der nochmal irgendeinen Effekt oder nochmal mit sich bringt, wenn man irgendwie schießt oder Kills macht oder so? Naja. Eine Emoticon. Eine Contentstreifen. Ist ganz in Ordnung. Okay, auch wenn das so sturmmäßig ist, irgendwie sieht das wie nach diesem Blitz. Diese Blitz-Kondensstreifen aus, die wir mal früher mal bekommen hat. Ich weiß nicht mehr. War das in Season 4 oder 5 oder so? Ich weiß schon gar nicht mehr. Es wurde 2 Jahre her, ey. Banner, wieder V-Bucks auf dem Nacken. Und hier Storm. Sieht sogar recht cool aus, muss ich sagen. Hat was, ja. Ein Kleider am Start, der wieder nachgeladen werden muss. Ja, also den Kleider kann man also hier in verschiedenen Stilen im Battle Pass freischalten. Man muss keine Challenges oder so dafür machen. Okay. Ist das eine Spitzhacke? Oha, das ist einfach eine Spitzhacke. Das erinnert mich an diesen, wo mal dieses Star Wars Event war in Kapitel 2 in der Season 1. Da konnte man sich auch sowas holen im Shop. Also es war halt auch so ähnlich. Aber naja, mal schauen. Sieht auch in Ordnung aus. Ladebildschirm. Ja. Zusammenbrauen das Sturm. Ist das eine andere Art vom Hängegleiter oder so? Ich glaube schon, ne? Ausschließlich Sturm kann diesen Hängegleiter mit ihren Kräften herbeirufen. Ah, okay. Also es ist so eine Art Gleiter quasi. Okay. Spray, V-Bucks und hier ist wahrscheinlich noch ein Style oder so. Nee. Hä? Ist das jetzt ein Style oder ist das jetzt nur ein Effekt? Auf jeden Fall Challenges machen, wie auch immer. Okay. Bedrohung. Ob das von einem Emote oder so ist? Keine Ahnung. Abspielen und die Wildherrschaft an dich reißen. Emoticon und noch ein Banner. Spitzhacke. Dieses grünliche mit den schwarzen Punkten hat was von Shigo, ne? So auf den ersten Blick so. An diesem Gefisselfassel Flammen Gedöns da oder so, muss ich irgendwie an Shigo denken. Keine Ahnung. Ja, ist in Ordnung. Lackierung. Ja.
Okay. Dr. Doom. Ob es auch einen Stil gibt, auch ohne Maske oder so? Vielleicht versteckt sich einfach nur ein No-Skin da drin, ein Cup. Okay, nächste Seite. Ich bin wieder komplett lost. So, Backbling. Wieder ein Stil vom Kleider. Nachladen bitte. Dankeschön. Ist auch in Ordnung. Ja, wieder V-Bucks am Start. Das ist wieder so ein so eine Art Hängegleiter für ihn. Auch ganz cool. Ladebildschirm. Hängegleiter. Aber jetzt ohne Witz, ich muss da wirklich an Chico denken, ey. An diese grünen Flammen, diesen schwarzen Punkten da, Gedöns, wie auch immer. Victory von Doom. Okay, das muss ja irgendwie Safen-Emote sein. Oder so. Oder wenn nicht, dann ist es vielleicht so, weil ich mir vorhin ja schon die Map angeschaut habe bei... War das bei Pleasant Park gewesen oder so? Ich glaube, das war bei Pleasant Park. Vielleicht kann man sich ja extra mit dem Skin extra auf diesen Podest oder diesem Sitz extra sogar hinsetzen. Ich glaube, das wäre schon irgendwie lustig, ey. So, die nächste hier. Und wie ist die nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Emoticon, eine Banner, V-Bucks, Ladebildschirm. Ah ja, genau, Mystique. Bei denen habe ich sogar das in den Leaks gesehen, dass sie einen integrierten Emote hat oder so, wenn man mit deren spielt und einen Gegner killt, der, keine Ahnung, Carbide Skin oder so zum Beispiel, kann man sich mit dem Emote sogar direkt in den Skin verwandeln, den man vor einer kurzen Zeit quasi eliminiert hat. Ist ganz schick. Backbling, ja. Spray. Der Double Spitzhacken sowohl als einzeln. Sieht auch nicht schlecht aus. Bewegungsstriche. Na okay, wahrscheinlich in diesem Comic-Look oder so bestimmt, so wie das aussieht. So, auch schlicht gehalten. Ah ne, sogar ein bisschen animiert. Aha, okay. Okay, der sieht sogar nicht schlecht aus. Der ist in Ordnung. Das ist wahrscheinlich jetzt hier. Ja, okay. Ja, so kann man sich gefühlt auch als No-Skin tarnen. Lul. Ah, schick. So, jetzt kommen wir, glaube ich, zu Iron Man. Okay, Ladebildschirm, bla, V-Bucks. Ach so, das ist ein Backbling. Okay, reaktiv. Ja, wenn ich schon die Zahlen sehe, da brauche ich gar nicht in diese Beschreibung oben rechts da zu lesen. So, wenn man einen Kill macht, wird es halt einfach hier angezeigt, oder? Mit Nanotechnologie unterstütztes Zielerfassungssystem reaktiv. Zielerfassungssystem? Okay. Banner. Ja, ist okay. In der Mitte oder so, da leuchtet nochmal ein bisschen was auf. Ist ganz schick. Jemals am Start und Tony Stark. Der Iron Man Typ. Boah, der ist sogar Stufe 100. Okay, das ist krass. So, irgendwie, auch wenn jetzt Iron Man hier jetzt in diesem Game schon etwas cool aussieht, damals habe ich so gedacht, aber es war erst ein bisschen später. Vielleicht so zu Season 5 oder 6. Vielleicht hatte ich auch schon in Season 4 schon so einen Gedanken gehabt. Wie würde Iron Man überhaupt in Fortnite aussehen? So, damals habe ich so gedacht, ja, vielleicht so ähnlich wie Carbide, nur mit anderen Farben oder so. Ja, keine Ahnung, weil Carbide ist ja quasi auch so ein Held. Und sieht Iron Man auch ein kleines bisschen ähnlich? Okay, vielleicht sieht Carbide, wenn man das jetzt mit Iron Man vergleichen würde oder so, vielleicht wie so eine Wish-Version aus oder so. Oder gefühlt komplett Season 4 ist einfach die jetzige Version einfach nur auf Wish bestellt. So. Aber na okay, egal. Spray Spitzhacke. Okay, auch so einhändig mäßig. Ja, hat schon Stil. Emoticons jucken wir da halt eh kein irgendwie so Gefühl. Das ist ein Hängekleider. Ja, ist stabil. Und da haben wir den guten. Es ist auch einfach so mit integriert oder was?
ist auch einfach so ein integrierter Mod oder so, macht da einfach so auf seiner Brust und dann kann er sich schon verwandeln, oder was? Ja, kann ich jetzt leider nicht kaufen, das wäre zu schade gewesen. Muss ich dann halt ein anderes Mal machen. So, haben wir jetzt den Battle Pass durch, aber was ist jetzt meine Meinung dazu? Ist halt schwierig so. So, also, es gibt zwar so einige Sachen, die zwar ganz cool sind, aber... Wie gesagt, so gefühlt schon tausendmal schon gesagt. Ich kann halt mit Marvel halt nichts anfangen, so deswegen kann ich jetzt nur so. Also nicht jetzt so hate-mäßig, aber ich sag mal so auf neutraler Basis so sagen, der Battle Pass ist ganz cool. So für alle Marvel-Helden so, boah, geil und so, ne? Die fühlen das bestimmt schon. Die Skins und so, was das angeht. So, ich fühle das eher so. Sagen wir mal, eine Skala von 1 bis 10, eine 5. Aber jeden das seine. Ah ne, ist ja auch noch was, hä? Ne, ist ja auch noch was. Ah ne, ich glaube, Wolverine ist da sogar der Secret Skin, ne? Aber das sind keine Battle Pass Stufen. Und hier kann man nochmal so einen Stil freischalten, wo da seine Claws hier raushaut, oder was? Achso, da sind nochmal die anderen Stile hier nochmal. Okay. Okay. Oha. Die Farben. Warum gerade die Farben? Das ist das hier von diesem. Hier von diesem Shadow-Typ hier aus Kapitel 2, Season 1, hier auf Stufe 100, wo man diesen Style hier freischalten konnte. Ich mochte den Style damals nicht, der war irgendwie scheiße, der hat irgendwie so gar nicht gepasst. Bei denen hier. Naja, geht so. Was hat die für einen Style? Okay, kann ich jetzt nicht direkt wiedererkennen. Aber okay, ich glaube, das war jetzt komplett jetzt alles. Okay. Ja, fast eine halbe Stunde. Geil. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich nicht so lange gebraucht. Na gut. Trotzdem sei es denn, wenn es euch trotzdem gefallen hat, Sprachenlernen-Bubble, lasst es mich gerne durch einen Daumen hoch wissen hier, wenn ihr meinen Kanal hier dies und das unterstützen wollt oder so. Werde ich mich gerne hier über ein Abo freuen. Auch Glocke ist irgendwie so scheiße, so selbst als kleiner YouTuber so das zu sagen, weil das so typisch 0815 YouTube-mäßig ist. Ey, das klingt irgendwie so richtig asozial irgendwie, aber irgendwie muss man ja auf seinen Kanal hier aufmerksam machen. Und wie immer gilt, haut gerne auch eure Meinung in den Kommentaren raus, wie ihr so den Battle Pass findet. Oder allgemein jetzt hier auch die neue Season, wie gesagt, gerne in den Kommentaren. Lasst es mich gerne wissen. Und ich würde sagen... Macht's gut, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal.